So, Freunde, aktuell 82,5 und die Kamera 82. Ich trinke jeden Tag gleich am Morgen einen halben Liter Wasser mit Kreatin, damit ich es einfach hinter mir habe und weil wir eben über die Nacht stark dehydrieren und einfach wieder was zu trinken brauchen. So, und that's it, Leute. Das ist die Makronährstoffverteilung für heute. Wir haben 3000 Kalorien als Ziel für Muskelaufbau, ca. 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und ca. 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Und auf die Kohlenhydrate verteilt sich dann eben der Rest. Falls ihr eine andere Makronährstoffverteilung habt, falls ihr andere Kalorien habt, müsst ihr das Ganze natürlich anpassen. Das ist bei jedem etwas individuell. Und falls ihr das Ganze mal mit einer anderen Kalorienanzahl oder Makronährstoffverteilung haben wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann mache ich das. Und ob ihr eure Makronährstoffverteilung aus Gramm genau trefft, ist scheißegal. Es ist nur ein Richtwert sozusagen. Und ob es jetzt 10 Gramm mehr oder 10 Gramm weniger ist bei irgendeinem Makronährstoff, ist eigentlich komplett egal. Irgendwann gleicht sich das so und so wieder aus. Aber um das Ganze zu decken, mache ich jetzt erstmal Frühstück. Einfach so viel Wasser rein, sodass die Haferflocken knapp gedeckt sind. Und dann erstmal für ein paar Minuten in die Mikrowelle. So, da kommt jetzt noch Bokkaka rein. Und Flavor. Wer es nicht kennt, das macht so gut wie alles süß und schmeckt auch mega nice. Ich nehme es ganz oft her. Ist jetzt vom Bodybuilding Depot, gibt es aber auch von vielen anderen Marken. Falls ihr solche Flavors kaufen wollt, auf der Seite Protein Arena könnt ihr das kaufen mit dem Code Josef15, gibt es Rabatt. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ja, gut durchmischen. Jetzt hat man einen schönen Schoko-Haferflocken-Boden. Backkakao ist einfach ziemlich bitter und den Geschmack muss man etwas überdecken. Deswegen nehme ich immer Flavor her. Geht mit Süßstoff genauso. Den mag ich aber nicht so vom Geschmack her. Dann brauchen wir noch Skir Skir. Geht Magerquark natürlich genauso. Da natürlich auch wieder Royal Flavor drauf. Zitronenkuchen ist mega. Einer meiner Lieblinge.
auch wieder so ein halber Messlöffel, dann haben wir insgesamt einen ganzen und den kann man dann wieder tracken. Das Ganze sollte dann etwas so aussehen. Aber das kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank, denn ich gehe jetzt erstmal ins Training und danach machen wir das fertig. Vom Training jetzt bin ich immer Monster fürs Koffein. Ja, ich weiß nicht, das ist das Sinnste, aber manchmal muss man halt abwägen, was einem wichtiger ist. Und ich liebe es einfach. Dazu gibt es übrigens eine halbe Packung Maiswaffeln und eine Banane vom Training, um ein bisschen mehr Energie zu haben. Ich bringe wahrscheinlich zwar nichts mehr, aber Kalorien müssen reinkommen. Kurze Zwischenstand, ich fahre gerade zum dritten Mal los, weil ich natürlich wieder was daheim vergessen habe. Ob ich ein bisschen verpeilt bin, eventuell. Ja, gut, dass keiner da ist. Und während jetzt im Hintergrund mein Beintraining von dem Tag läuft, erzähle ich euch im Voice-Over ein bisschen, wie ihr euer Training jetzt gestalten könnt. Und ich trainiere zurzeit aktuell immer so zwischen 5 und 6 Mal die Woche, je nachdem wie oft ich Zeit habe. Und habe deswegen die ersten 3 Tage immer Push-Pull-Leg. Und dann wähle ich eben aus, ob ich jetzt 5 oder 6 Tage kann, ob ich nochmal Push-Pull-Leg mache oder ob ich Unter- oder Oberkörper trainiere. Und ihr solltet auch immer schauen, dass ihr, wenn ihr trainiert, 2-mal in der Woche jede Muskelgruppe trainiert habt. Also wenn ihr jetzt 2-mal die Woche trainiert, macht es 2-mal Ganzkörper. Wenn ihr 4-mal die Woche trainiert, könnt ihr zum Beispiel Ober-Unterkörper machen. Und wenn eben noch öfter, dann Push-Pull-Leg-Split oder so etwas Ähnliches. Und dann seht immer zu, dass ihr die schweren Übungen, bei denen mehrere Gelenke beteiligt sind, so wie Kreuzheben, Squats, Bankdrücken und so weiter, immer am Anfang setzt und nicht isolierte Übungen, wo ihr zum Beispiel jetzt nur den Bizeps oder den Trizeps oder die Waden trainiert. Denn wenn ihr so kleine Muskelgruppen am Anfang isoliert trainiert, habt ihr oft in den großen Grundübungen nicht mehr so viel Kraft oder es wird die Muskelgruppe, die schon isoliert trainiert wurde, zum limitierenden Faktor und das ist eben nicht Sinn dieser Sache. Bei mir sind jetzt zum Beispiel am Anfang beim Beintraining Kreuzheben, Split-Squats und Squats an der Hackenschmidt für mehr Belastung auf die Oberschenkelrückseite und den Hintern. Und dann kommen isoliertere Übungen wie zum Beispiel der Beinstrecker und Hyper-Extensions, um nochmal jeweils die Vorderseite von Oberschenkel besser zu und eben den unteren Rücken.
Und dabei ist es egal, welchen Trainingsplan ihr verfolgt, wie oft ihr in der Woche trainiert, seht einfach zu, dass ihr die großen Muskelgruppen, die großen Übungen zuerst macht und die kleinen Muskelgruppen isoliert später trainiert, wenn ihr dann noch. Und für Anfänger würde ich immer empfehlen, am Anfang wirklich Maschinentraining zu machen, einfach um den Bewegungsablauf reinzubekommen, den Bewegungsablauf eben zu trainieren, um Verletzungen zu vermeiden und eben eine Grundmuskulatur aufzubauen, um nicht so instabil zu sein bei Übungen wie Bankdrücken, um einfach dann Verletzungen zum Beispiel in der Schulter zu vermeiden. Wichtig ist es eben auch immer den kompletten Körper zu trainieren und nicht immer nur Oberkörper, denn so entstehen Dysbalancen, wodurch später Rückenschmerzen und viele andere Sachen entstehen können, die einfach nicht gut sind. Deswegen trainiert immer den ganzen Körper, denn so schüttet der Körper auch mehr Testosteron aus, was auch wieder beim Oberkörper helfen kann. Wie ihr vielleicht seht, sind hier zum Schluss die beiden Übungen bei mir immer so kleinere Muskelgruppen wie zum Beispiel die Waden hier an der Beinpresse oder dann eben die Bauchmuskulatur mit einer Körpergewichtsübung, den Dragon Flex, den ich noch nicht ganz kann, aber mit angewinkeltem Fuß funktioniert schon mal einigermaßen gut. Und die mache ich eben immer zum Schluss nach den schweren Übungen. Leider ist es jetzt schon etwas spät, 11:30 um genau zu sein. Aber ich mache jetzt mein Frühstück fertig, esse etwas und dann geht's ran an die Arbeit. Und zwar kommen hier drauf noch ein Apfel, ein paar Walnüsse und Zimt. Genau, und let's go. Geil. Das Geile daran ist einfach, dass man jetzt je nachdem, ob man abnehmen oder zunehmen will, ganz einfach die Zutaten etwas verändern kann. Zum Beispiel zum Abnehmen einfach etwas weniger Haferflocken, so 30 Gramm zum Beispiel, und einen kompletten Becher Skier und Beeren dazu zum Beispiel. Und zum Zunehmen eher mehr Haferflocken, weniger Skier und vielleicht Bananen dazu. Und so kann man ganz einfach die Kalorien etwas regulieren. Das Rezept ist übrigens von David Lengauer. Falls ihr den abchecken wollt, das ist unten in der Beschreibung. Es war eine der ersten Sachen, die ich immer gemacht habe. Gefühlt jeden Tag am Anfang zum Abnehmen, aber auch zum Zunehmen. Aber ich ist jetzt erstmal fertig. Versucht auf alle Fälle, egal wie stressig das immer ist, einfach mal so zwischendrin im Alltag so 5 Minuten für euch selbst zu haben, wo ihr über euer Leben nachdenken könnt, über euch selbst nachdenken könnt. Dadurch könnt ihr einfach viel besser reflektieren und einfach mal den Stress abbauen. So, und jetzt kommt der nicht so schöne Teil des Tages, denn jetzt wird am Laptop gearbeitet. Ich muss Pläne zeichnen, also da ich ja Bautechniker mache, muss ich Baupläne zeichnen. Trainingspläne machen und eigentlich noch für ein weiteres YouTube-Video ein Skript schreiben. Schauen wir mal, wie weit ich komme und dann melde ich mich wieder später.
Hallo. Ja, alles gut. Komm. Schau mal. Ja, bring her. Komm. Ja, fein. Aus, aus, brav. Und hopp. Mittagessen ist angesagt, es ist jetzt kurz vor 2:30. Ja, ich weiß, dadurch, dass ich mich frühstücke, hat sich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben und ich davor eben trainiert habe. Wenn ihr das so macht und Probleme damit habt, dass ihr Zusatzzeit zum Mittagessen, dann esst lieber zum Frühstück gleich vor dem Training. Ich mache es halt lieber so, ist aber einfach nur mein Ding. Und Abendessen gibt es dann so ungefähr 7 und das war's dann. Aber jetzt gibt es das erste Mal Spaghetti mit Lachs in Sahnesoße und Spinat. Ich habe leider vergessen, den Lachs aufzutauen, aber wird schon irgendwie funktionieren. Genau, let's go! Ich nehme zum Anbraten einfach immer so circa einen Esslöffel Rapsöl. Wenn man jetzt halt weniger Kalorien will, kann man natürlich hier einen Teelöffel einfach nehmen, dann kann man da etwas sparen. Denn das Ganze bringt eigentlich oft sehr viel mehr Kalorien ins Essen, als man überhaupt denkt. Und wenn man sehr viel Öl benutzt, ist das ganze Essen natürlich sehr kalorienreich. Falls ihr das Ganze tracken wollt, ein Esslöffel Rapsöl sind ca. 10 ml, also ungefähr 90 Kalorien. Und bis das Ganze kocht, ist jetzt ein Zwiebel schneiden, damit wir noch ein paar Mikros ins Essen reinbringen. Schaffe ich das? Moment. Nicht geschafft. Einmal noch. Da, schon wieder gestriffen. Einmal noch. Der war daneben. Nochmal. Ha. Geschafft. Natürlich Salz und Nudelwasser nicht vergessen. Natürlich Spaghetti rein. Das sind jetzt ca. 170 Gramm Spaghetti und zwar Vollkorn. Vollkorn, weil sie eben bessere Nährwerte haben und weil sie einfach mehr Mikronährstoffe noch haben als die normalen Spaghetti und damit meistens auch ein bisschen besser satt halten und einfach gesünder sind. Hebt euch auf alle Fälle noch einen Schöpflöffel voll Nudelwasser auf für später. Ich tue jetzt einfach mal in den Kaffeebecher rein. Den können wir später noch brauchen. Wenn der Lachs jetzt gut angebraten ist von jeder Seite, dann kann man die Zwiebel dazu machen. Kurz nochmal anbraten. So. Schaut schon gut aus. Und dann natürlich Hafersahne dazu. Ich nehme immer Hafersahne, weil sie erstens wenig Kalorien hat und zweitens einfach ich Milchprodukte nicht so gut vertrage. Und ich sage immer, wo es nicht sein muss, muss nicht sein. Deswegen nehme ich immer lieber die, aber ihr könnt natürlich da nehmen, was ihr wollt. Kommen jetzt 125 ml rein. Also circa eine halbe Packung, ich schätze jetzt einfach mal so. Dürfte passen. Und dann natürlich noch der Spinat. Ich habe jetzt Tiefkühlspinat. Könnt ihr aber nehmen, auch frischen. Also das ist kein Problem. Das ist nur zur jetzigen Zeit im Januar ist einfach Tiefkühlspinat leichter zu bekommen. Gleich ein bisschen Pfeffer. Ein
andere Gewürze dazu, die wir haben wollt. Haben wir ein bisschen Chili, Paprikapulver. Kommt noch das Nudelwasser dazu. Dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen kochen. Lachs ein bisschen klein machen, dass er besser kocht, dass er besser durch wird. Nochmal 3 Minuten kochen lassen, ein bisschen nachsalzen. Und dann einfach die Nudeln dazu. Und durchmischen, wenn es geht. Jetzt warten wir nochmal 3 Minuten, lassen wir es ein bisschen durchziehen und dann passt es. Mega geil. Und that's it, Leute. Knappe 1050 Kalorien und ca. 54 Gramm Eiweiß, glaube ich. Packe ich euch natürlich wieder rein. Aber sieht das nicht mega aus? Ich lieb's einfach. Mega. Falls ihr jetzt noch mehr Kalorien braucht, nehmt einfach Reis her zum Beispiel. Reis hat noch mehr Energie auf weniger Volumen. Dann könnt ihr noch mehr essen. Oder ihr nehmt einfach, wenn ihr weniger Kalorien braucht, mehr Gemüse. Zum Beispiel könnt ihr dann auch mal Zucchini-Nudeln hernehmen. Dann könnt ihr die Kalorien komplett anpassen an das, was ihr so braucht. Schmeckt halt einfach mega lecker und ihr habt sofort alles dabei, was ihr braucht. Ihr habt gesunde Fette aus dem Lachs zum Beispiel, viele Mikronährstoffe aus den Vollkornnudeln, aber auch aus dem Spinat. Vor allem grünes Gemüse hat ja sehr viele Mikronährstoffe, sollten jeden Tag auf dem Plan stehen. Und generell jeden Tag mindestens 3 Portionen Gemüse sollten eigentlich irgendwie drin sein. Genauso wie 2 Portionen Obst. Und ich esse das jetzt komplett. So, ich muss jetzt abwaschen und danach wieder arbeiten. Dabei es irgendwas Spannendes gibt, melde mich wieder. Sehen wir uns wahrscheinlich zum Abendessen wieder. So, mittlerweile ist es finster geworden. Bin jetzt mit dem Arbeiten einigermaßen fertig. Aber mir gibt es jetzt noch die restlichen Maiswaffeln von heute Vormittag, weil ich eh noch mit dem Auto weg muss. Und das kann ich jedem empfehlen, wenn ihr zunehmen wollt. Wenn ihr viele Kalorien offen habt, macht so viele Mahlzeiten wie möglich. Am besten so 4, mindestens 5, wenn es geht, um die Kalorien wirklich reinzubekommen. Und das sollen dann lieber kleine Mahlzeiten, aber dafür mehr, weil ihr da einfach über den Tag verteilt mehr essen könnt. Ich würde viel lieber von dir zahlen. Ach ja. Ich würde viel lieber von dir zahlen. Es ist übrigens, ich weiß nicht, ob man sieht, knapp 5 Uhr. Muss weg. Alles für die Geld. So, jetzt ist 7 Uhr knapp. Bin jetzt wieder zu Hause, habe nur meinen Sohn abgeholt, habe ein bisschen gespielt mit ihm. Und jetzt mache ich mir einen Salat, den lasse ich noch ein bisschen durchziehen und dann werden so 7:30, 8 werde ich meine letzte Mahlzeit für heute essen. Und dann habe ich es dann auch wieder geschafft. Nährwerte blende ich euch dann auch wieder, wie gesagt, immer ein. Genau, dann sehen wir uns beim Kochen. Einfach Kichererbsensalat. Mega easy, schnell und auch für Meal Prep sehr gut geeignet. Und ich versuche auch, wenn ich zunehmen will, einfach jede Woche mindestens 5-mal irgendwelche Hülsenfrüchte zu essen. Auch wenn es schwierig ist einzubauen, dass sie halt eben gut sättigen und nicht sehr viele Kalorien haben. Aber irgendwie kriegt man schon unter. Oft esse ich dann eben Kichererbsen oder Linsennudeln einfach mit Pesto, um die Kalorien dann halt eben auch reinzubekommen. Aber da ich heute schon relativ viele Kalorien habe und einfach nur Platz habe und Eiweiß auch schon größtenteils erledigt ist und das restliche Eiweiß leicht mit den Kichererbsen zu decken ist, einfach nur etwas Kichererbsen und Tomaten, Paprika und Zwiebeln. Und wenn ich jetzt noch mehr Eiweiß drin haben möchte, würde ich zum Beispiel so, Moment, so einen Proteinella hernehmen. Der hat nur 120 Kalorien, glaube ich, ja genau. Und dabei 23 Kalorien, besteht also fast nur aus Eiweiß. Und dann
käme das Ganze auch auf knappe 40 Gramm Eiweiß, dann wäre das top, top, top. So nehme ich jetzt noch eine kleine Avocado dazu, um einfach noch ein bisschen Fett zu haben, ein paar Kalorien mehr. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Sehen wir gleich. Let's go! Bisschen schwierig mit einer Hand. Moment, Zaubertrick. Et voilà. Fürs Dressing nehme ich normalerweise immer Apfelessig her. Ist mega gesund, genauso wie Leinöl, sehr viel Omega-3, pflanzliches Omega-3. Deswegen nehme ich für kalte Speisen immer Leinöl. Zum Braten ist es leider nicht geeignet, weil da die Fettsäuren kaputt gehen. Dazu noch Salz, bisschen Pfeffer, Avocado-Gewürz und Salatkräuter. Auch immer gut, sehr gesund, Kräuter. Genau. Und dann kommt das alles rein. Beim Öl einfach ungefähr einen Esslöffel, das schätze ich. Naja, aber vielleicht etwas mehr, aber ist okay. Aufbau ist mehr Kalorien sowieso immer gut. Ja, und that's it. Zum Schluss kommt jetzt noch ein Spritzer Zitronensaft drüber. Das ist ganz einfach, erstens wegen dem Geschmack und zweitens einfach, weil Zitrone die Nährstoffaufnahme, vor allem die Aufnahme von Eisen, nochmal sehr stark verbessern kann bei Hülsenfrüchten. Weil ja das pflanzliche Eisen nicht so gut verwertbar ist für den Körper wie das tierische. Deswegen esse ich immer irgendwie Zitronensaft. Eigentlich würde es der Paprika auch schon tun, weil dann auch schon viel Vitamin C drin ist. Aber sicher ist sicher. Und ich liebe das Ganze einfach, weil es mega easy ist, mega schnell. Ich glaube, ich habe jetzt ca. 10 Minuten gebraucht, effektiv. Und es ist einfach sehr variabel. Wie gesagt, mehr Eiweiß, zum Beispiel Mozzarella dazu oder sowas ähnliches. Oder einfach auch mehr Kichererbsen, wenn man mehr Kalorien will. Mehr Öl, ganz einfach. Und man kann es zum Beispiel auch mitnehmen als Meal Prep. Kann es einfach in der Tupperdose machen. Mega easy. Mache ich, glaube ich, jede Woche mindestens einmal. Ich liebe es einfach. Probiert es mal aus. Aber das kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank für eine halbe Stunde. Ich habe jetzt das Ganze in der App eingegeben und kam ziemlich genau auf 3020 Kalorien. Weiß nicht, ob man es sieht. Ich werde es euch auf jeden Fall nochmal einblenden. Und genau auf 155 Gramm Eiweiß, 369 Gramm Kohlenhydrate und 88 Gramm Fett. Das entspricht ziemlich genau das, was ich vorgehabt habe. 5 Gramm Eiweiß hin und her. Egal, wie gesagt, auf 10 Gramm kommt es nicht darauf an. Es soll nur das Grundding einfach passen. Und wenn ihr das Format feiert, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Könnt ihr aber gerne unten Vorschläge machen, wie viele Kalorien, welche Makronährstoffverteilung ihr gerne sehen würdet. Vegetarisch, vegan, scheißegal, unten rein. Meal Prep ist auf jeden Fall auch in Planung. Auch da könnt ihr gerne Vorschläge machen, wie viele Mahlzeiten oder wie viele Kalorien die jeweiligen Tage haben sollen. Und dann werde ich das so machen. Ansonsten gerne liken, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out.